Also ihr meint erstmal zum Zwischendurchatmen das Video von Hungriger Huggo und dann das Hyper Bowl Video. Weil das Hyper Bowl Video interessiert mich tatsächlich sehr, muss ich sagen. Ich habe mir das letzte Hyper Bowl Video. Ich erzähle es euch gleich. Wir gucken erst das Video von Hungriger Huggo. Okay, Hungriger Huggo. Ich bin gespannt, ob der Typ wieder auf die Kacke gehauen hat. Ich muss sagen, sehr vermisst das ein Video von dem Podcast von Tim und Nemo, weil ich glaube, da hätte man krass was draus machen können. Aber der Junge soll sich seine Zeit nehmen, bevor er was auf Zwang macht, was er nicht geil findet, soll er lieber gar nichts machen. Vielleicht befindet er sich ja in einer ähnlichen Situation wie ich. Let's go. Hallo und herzlich willkommen zur Gamescom 2017. Jetzt hier Scheiße. Willkommen zu dem Stargast, abgesehen von uns beiden. Tanzverbot! Bam, Alter! Drecksau! Dicker, Alter, ist dein Scheiß ernst, Mann? Montana Blue! Piss dich, du Hurensohn! Digga, what the fuck? Hallo, moin, moin! Ich hoffe, ihr habt gute Laune mitgebracht und. Hey, sag mal, geht's doch? Das finde ich frech. Ich hab keine Lust auf so Kinder, Digga. Ich geh jetzt, wenn du nach Hause. Ich würde sagen, erstmal gibt's was zu verlosen, oder? Hey, wann war denn das? Das muss ja eine Weile her gewesen sein, der Gamescom-Auftritt, oder? War das 2000. 18 oder was? 2018, okay. So, warte mal. Zack, zack. So, das erste, was ich verlose, ist meine Hotelrechnung, der die gewinnt, kann ich übernehmen. Was? Was soll denn das, Digga? Montana Black, ich musste es dir einfach heimzahlen. Was? Kalef! Fick deine Mutter, du Hurensohn. Habt ihr Lust, vielleicht auf entspannt ein paar Fragen loszuwerden? Hörst du zu? Glaub nicht. Hallo? Ja, scheiß drauf. Ein paar Fragen auf entspannt loswerden? Wir haben hier den allerersten. Wann wird die Autogrammstunde sein? Gar nicht, Digga. Diese Frage. Das ist eine absolute Frechheit, du kleiner Wichser. Digga, da wäre ich richtig sauer. Hi, ich bin Christian. Das interessiert doch keinen. Ich habe jetzt einen Bock auf dich und auf die Leute. Ja, leg los. Ja, Digga, heute noch? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Aus dem Bauchgefühl würde ich jetzt einfach mal sagen, dass ihr im China-Rest, Digga, die armen Zuschauer, Digga, so lange arbeitet. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie sie geguckt hat. Ciao, Digga. Alter. Wir haben hier die nächste Frage. Ja, hi. Moin. Was gefällt dir so an der Gamescom am meisten? Mir gefällt am besten auf der Gamescom, wenn die Gamescom zu Ende ist. Sag dir so, wie es ist. Leute. Das hat er halt wirklich gesagt. Haben wir hier nicht noch auch T-Shirts, die wir so einfach reinfeuern können? Ja, einfach ein paar T-Shirts reinfeuern. So. Ja. Monte, lass die Scheiße sein. Und, Commander Krieger! Bitte ein Red Bull. Danke, ich bin sauer. Alter, einfach Commander Krieger, Digga. Ey, Commander Krieger ist auch einfach so ein alter Hase, Digga. Das ist unglaublich, was für ein alter Hase der Typ eigentlich ist, ne? Ist jemand in der Zeit dabei gewesen, wo Commander Krieger Bafdisch eingeführt hat? Einfach Bafdisch. Das hat Commander Krieger einfach damals eingeführt, Digga. Ganz, 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 ganz wilde Zeiten, Digga. Alter,
Das ist ein YouTuber, der versucht euch zu unterhalten und da hat irgendein Spacko eine Dose nach ihm geworfen, wo ich mir echt gedacht habe, irgendwie ist er jetzt reich. Ich hab mir so eine Taschenmuschi bestellt. Einfach schöne Achseln, Digga. Sag mal, wie heißt du denn? Ich bin die Justine. Justine, wie alt bist du? 15. Oh. Liebt! Erstmal Foto. Für das Fotobuch von mir. Oh, mashallah. So, noch ein, zwei Fragen hier. Ey, Junge. Ach, guck mal. Wie bist du hier reingekommen? Bring dir mal jemand weg hier. Ein riesiger Buchfisch. Wie ist deine Frage? Du bist kleiner als das Mikrofon. Ich hasse dich. Meine Frage ist, ob er mit mir mal eine Runde aufnehmen kann. Oh. Ich merke mir dein Gesicht und ich hau einen auf die Schnauze für die Dose. Oh mein Gott, der Arme, Digga. Ey, der Arme. Der Arme, Digga. Das ist ein ganz großer D-Doppelpunkt-Moment. So ein respektloser kleiner Hund. Nächste Frage. Let's go. Wie bist du eigentlich mit Kong zusammengekommen? Hi. Was ist denn bei ihm kaputt, Digga? Ich hab absolut nichts verstanden, ja, Mann. Die nächste Frage. What the fuck, Bro? Was geht bei ihm, Bro? Ey, ich guck ganz kurz noch das Video zu Ende. Ich lese mir deinen Text gleich durch, Digga. Aber du hast auf jeden Fall gerade 400 Euro verschwendet. Hast du schon einen Plan, wie du dein Geld verdienst, wenn YouTube nicht mehr läuft? Hartz IV, Digga. Ja, klar, Digga. Die letzte Frage gebührt dir. Wer ist das denn, Digga? Wie heißt du? Oh mein Gott, no front. Lyras. Oh mein Gott, warte kurz. Frage gebührt dir. Wer ist das denn, Digga? Wie heißt denn du? Diese Lache. Lyras. Du musst laut reden, bitte, laut. Lyras. Jetzt stell mal eine Frage an. Fick dich. Gott, jetzt kennt mir keiner hin. Mach mal einen riesen Applaus erstmal hier. Fick deine Mutter. Alter, ich find's auf jeden Fall krass, dass von Hungriger Hugo einfach gefühlt jeder Gast, der dort auf der Gamescom da war, einfach von Hungriger Hugo einfach mal gefrontet wurde. Grüße gehen auf jeden Fall raus an der Stelle an Hungriger Hugo, Digga. Und Junge, holy shit, Digga. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aber BV Can mit 400 Euro. Bro, what the fuck? Was geht bei dir für ein Film? Warum donatest du mir 400 Euro, Digga? Bro, chill einfach einmal. Bin 21 und auch selbstständig, seitdem ich 17 bin und kenne dieses Rauf und Runter. Alles, was du getan hast, war gut so und hatte auch einen Grund in diesem Moment. Also, nichts bereuen. Alter, Bro, holy shit, Digga. Also, erstmal, Digga, what the fuck? Warum 400 Euro, Digga? Zu viel? Auf jeden Fall zu viel. Aber danke dir auf jeden Fall für die Worte und ja, ich glaube auch, dass ich keine Fehlentscheidung getroffen habe. Ich glaube, dass ich schon das Richtige gemacht habe. Ich glaube, ich muss gerade einfach mich nur mal sammeln und zu Kräften kommen, damit ich das weitermachen kann, was ich liebe. Mit voller Kraft. So, und jetzt kannst du die Dono wieder zurückziehen, mein Freund.